Ich will mit dir gerne kurz das Wort zu reflektieren. Dieses Wort zu kommt in ganz vielen Verben vor, beispielsweise im Wort zuhören. Wenn ich zuhöre und dabei zu bin, höre ich dann wirklich zu? Oder höre ich nicht viel lieber hin? Dieses zu macht zu. Das Gleiche gilt beispielsweise für das Wort zulassen. Ich mag die Bedeutung dieses Wortes zulassen sehr. Ich lasse etwas zu. Doch wenn ich das Wort genau anschaue, dann lasse ich eben auch etwas zu, statt es aufzutun, statt offen zu sein. Auch für zulassen gibt es eine wunderbare Alternative. Und zwar ist es das Wort erlauben. Ich erlaube es. Erlauben kommt von lieben, lauben, lieben. Und wenn ich mir selber etwas erlaube, dann ist das ein Akt der Selbstliebe. Wenn ich jemand anderem etwas erlaube, ist es auch ein Akt der Liebe. Also erlauben statt zulassen. Das vermittelt doch schon eine ganz andere Schwingung, finde ich. Wann erlaubst du dir das nächste Mal etwas?